Ja, liebe Genossinnen und Genossen, der Antrag S24-3 ist de facto ein Auftragswerk für diesen Bundesparteitag. In der letzten Tagung des Bundesparteitages hat es schon mal einen Antrag zum Thema Unternehmensspenden gegeben. Dieser Antrag hat vorgesehen, dass wir Unternehmensspenden generell ausschließen. Dieser Antrag hat auf der letzten Tagung des Bundesparteitages nicht das erforderliche Quorum für eine Satzungsänderung erreicht. Und zugleich ist versprochen worden, dass der Schatzmeister, der Parteivorstand, sich darum bemühen, in dieser Frage erneut einen Kompromiss vorzulegen. Der liegt euch heute vor mit diesem Antrag. Ich weiß, dass der nicht von allen als Kompromiss empfunden wird. Trotzdem habe ich den Auftrag, es zu tun. Ich bin vom Bundesausschuss noch mal daran erinnert worden, es zu machen. Insofern habe ich den Auftrag des Bundesausschusses, das zu tun, schon sehr ernst genommen. Dass ich es mit ihm selber nicht noch mal bereden konnte, lag schlicht und ergreifend daran, dass das die letzte Tagung des Bundesausschusses vor diesem Parteitag war, wo ich daran erinnert worden bin, das zu tun. Deswegen konnte ich es nicht noch mal mit dem Bundesausschuss diskutieren. Falls der Antrag heute das Quorum nicht erreichen sollte, habe ich ja dann noch Gelegenheit dazu. Ich werbe trotzdem dafür, dass er das Quorum erreichen sollte. Was schlägt der Antrag vor? Der Antrag schlägt vor, dass wir grundsätzlich auf Unternehmensspenden verzichten. Das ist die programmatische Aussage der Partei. Das ist die Situation, dass wir nicht wollen, dass Politik durch Unternehmensspenden beeinflusst wird. Das ist in diesem Land zurzeit möglich. Und wir wollen de facto in unserer Satzung eine politische Selbstverpflichtung aufnehmen, dass wir das nicht machen. Der letzte Antrag auf dem vergangenen Bundesparteitag ist daran gescheitert, dass es eine ganze Reihe von Landesverbänden gibt, die kleinste und kleine Spenden kriegen, die im Kern sozialen und kulturellen Zwecken dienen und die nicht in dem Verdacht stehen, politisch Entscheidungen zu beeinflussen. Das war der Hauptgrund der Kritik an dem ursprünglichen Antrag. Deswegen schlägt dieser Antrag jetzt vor, dass sich Landesverbände mit dem Fakt des Eingangs einer Unternehmensspende politisch beschäftigen müssen. Das heißt, wenn eine Spende eingeht, muss der Landesvorstand informiert werden. Das ist gegenwärtig nicht so. Der Landesvorstand muss sich eine politische Meinung dazu bilden, ob das eine Spende ist, die vertretbar ist oder auch nicht. Das kann man aus meiner Sicht nur im Einzelfall entscheiden und nicht generell. Und wenn das keine Spende ist, die politische Entscheidung beeinflusst, wäre sie dann mit Zustimmung des Landesvorstandes zulässig. Das soll aber die Ausnahme bleiben. Darum geht es, weil grundsätzlich bleiben wir dabei, wollen wir sie nicht. Kommt die Ausnahme, muss man sich politisch damit beschäftigen, muss sich der Landesvorstand eine Meinung bilden, ist das okay, ist es okay. Gibt es jetzt ein Mitglied, das sagt, das ist nicht okay, weil es doch eine politische Beeinflussung ist, muss sich damit der Bundesvorstand beschäftigen. Sollte der dann noch immer nicht die passende Entscheidung getroffen haben, kann man das dann noch auf dem Bundesparteitag zur Sprache bringen. Das wäre der normale Weg der politischen Bildungsbildung der Partei. Ich gehe aber davon aus, dass das eher die Ausnahme ist, dass das selten ist und dass es in der Regel nicht zu einer solchen Eskalation kommen kann, weil ja alle wissen, wir wollen das politisch eigentlich nicht. Es gibt einen zweiten Punkt, auf den ich hinweisen muss in diesem Zusammenhang. Es gibt den Wunsch, diese Spenden zu deckeln. Also es gab den Versuch eines Änderungsantrages, wo drin stand, das soll auf soziale und kulturelle Zwecke begrenzt werden und maximal 500 Euro betragen. Das Problem an einem solchen Vorgehen ist, dass es auf Bundesebene auch Bundesarbeitsgemeinschaften gibt, die, ich sage jetzt mal, Solidaritätsprojekte vorantreiben, zum Beispiel für Kuba, und zu diesem Zweck durchaus auch größere Unternehmensspenden bekommen, zum Beispiel in Form von Sachspenden, Krankenhausbetten, Ausrüstung für die Landwirtschaft, für Fleischereien, für Betriebe. Bis in den 90er Jahren waren es auch noch Medikamente etc. Das ist etwas, was die Landesverbände nicht tangiert, aber den Parteivorstand sehr wohl. Würden wir das grundsätzlich ausschließen oder mit einer Summe deckeln, würden diese Spenden nicht mehr möglich sein. Deswegen glaube ich auch hier, dass es sinnvoll ist, dass der Bundesvorstand sich dann politisch mit dieser Spende beschäftigt. Ich gehe mal davon aus, dass das in der Regel überhaupt keinen Widerspruch in der Partei auslösen würde, wenn der Parteivorstand dann sagen würde, das geht natürlich in Ordnung. Deshalb plädieren wir dafür, diesen Weg, der jetzt hier vorgeschlagen worden ist, zu gehen. Wir wissen, dass Spenden, wenn sie erteilt werden, also wenn wir sie erhalten, de facto sofort zurücküberwiesen werden müssten, wenn sie noch als Spenden zurücküberwiesen werden sollen. Sobald die gebucht ist, die Spende, ist sie gebucht. Deswegen hat der Weg, der hier vorgeschlagen wird, den einzigen Nachteil,
dass dann die Spende als Spende nicht mehr zurücküberwiesen werden kann, aber natürlich kann die Summe X, die der Unternehmer oder das Unternehmen gespendet hat, zurücküberwiesen werden. Das ist der Kompromiss, den wir dabei eingehen. Ich glaube, dass das eine mögliche Variante ist, das Problem politisch zu bearbeiten. Ich glaube, dieser Antrag bringt zum Ausdruck, dass wir Unternehmensspenden für falsch halten, dass das nicht der richtige Weg ist, dass es aber für die Ausnahme einen politischen Prüfungsweg geben sollte und geben muss, um, sage ich jetzt mal, in der Ausnahme auch politisch sinnvoll entscheiden zu können. Mehr ist zu diesem Antrag aus meiner Sicht nicht zu sagen, außer dass, wenn er nicht angenommen wird, gilt die Satzung in ihrer jetzigen Form. Die schließt Unternehmensspenden nicht aus und bringt auch nicht zum Ausdruck, dass wir sie nicht wollen, sondern diese Satzung, so wie sie jetzt ist, lässt Unternehmensspenden in jeder Höhe zurzeit zu. Dankeschön.